Die Haare sind ein Thema, das im deutschen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm mit fast 280 Begriffen belegt ist. Und so sieht man gleich die intensive Forschungsbeschäftigung der Grimms auch mit dem Thema. Und außerdem kennt natürlich jeder Rapunzel, jeder kennt den Teufel mit den drei goldenen Haaren und die Zaubereigenschaften von Haaren, zum Beispiel bei Schneeweißchen und Rosenrot, wo der Zwerg durch das Kürzen des Bartes immer mehr an Zauberkraft verliert. Also die Haare sind ein Thema, das wirklich die Brücke schlägt zwischen den Märchen und der Kulturforschung und der Sprachforschung der Brüder Grimm. Haare können ganz unterschiedliche Bedeutungen auch einnehmen und transportieren. Ein ganz wichtiges Thema bei Haaren ist natürlich immer das der Schönheit. Jeder beschäftigt sich jeden Tag mit seinen Haaren, steht wahrscheinlich in mehr oder weniger Unordnung auf, bringt die Haare dann in Ordnung, über den Tag geraten sie wieder in Unordnung. Aber wir können natürlich mit unseren Haaren auch Botschaften übermitteln. Sei es, dass wir uns die Haare in einer bestimmten Art und Weise färben oder bestimmte Frisuren annehmen oder zum Beispiel auch durch das Scheren von Haaren Protest ausdrücken oder durch Punkfrisuren Protest ausdrücken. Und so gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die bis in unsere heutige Zeit ganz aktuellen Tagesbezug haben, jeden Tag haben. Werfen wir nur einen Blick auf die Kopftuchdebatte zum Beispiel, das Verdecken von Haaren, das Zeigen von Haaren. Beides kann Kontroversen auslösen, das eine wie das andere. Es gibt natürlich jede Menge auch bizarre Haartrachten, ob das Perücken sind oder ob das Frisuren sind, ob das Farben sind, die uns verstören. Aber das hängt immer auch ein bisschen ab von der jeweiligen Sehgewohnheit. Also Perücken waren ganz normal und ohne Perücke in Erscheinung zu treten, war eher die Ausnahme. Heute erscheinen uns Perücken eher ungewöhnlich. Pinke Haarfarbe war eine Zeit lang sehr, sehr irritierend. Mittlerweile haben wir uns eigentlich schon fast ein bisschen dran gewöhnt, sodass es eigentlich spannend ist zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt, was als nächstes für ein Trend kommt. Denn die Beschäftigung mit den Haaren und das Verändern von Haaren, das wird sicherlich nie aufhören.